Ja, hallöchen Leute. Willkommen zurück zu GTA Online. Was ist denn das für eine Begrüßung? Hallo, Ron, Fresse. Ja, willkommen zurück zu GTA Online. Ich werde jetzt einfach mal wieder loslegen, eine Folge zu machen. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Auf jeden Fall bin ich diesmal nicht alleine. Das ist doch schon mal etwas. Da kommt schon der erste Huster. Ich könnte schon kotzen. Werden wir uns erstmal unsere Karre holen und dann werden wir mal erstmal ein bisschen durch die Gegend fahren und schauen, ob die anderen Leute hier, ja, sagen wir mal, ob sie friedlich sind oder ob sie mich direkt angreifen, töten, was auch immer. Ach klar, ich hole mal wieder den Turismo. Warum auch nicht? Wenn er denn irgendwann hier ankommt. Auto? Hallo? Hey, da kommt er. So, dann werden wir das erstmal direkt umstellen, dass jeder in mein Auto kann, weil will ich nicht. Nur Crewmitglieder und nur Crew, obwohl, ja doch. Hallo. So. Spannender Anfang, nicht? Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit dem GTA Online Let's Play machen soll. Es wird definitiv nicht immer alleine sein. Es werden auch bestimmt hin und wieder andere Leute mit dem Teamspeak sein. Oh, wie schön, Grafikfehler. Nur habe ich jetzt im Moment wahrscheinlich gerade nicht das Glück, dass jemand dazu bereit wäre. Wenn doch, dann nächste Folge. Und ich vermute mal, es wird genauso wie Starbound auch alle zwei Tage erscheinen. Also an den Tagen, wo kein Starbound kommt, kommt dann halt GTA Online. Weil täglich glaube ich nicht, dass ich das jetzt schaffen würde. Also theoretisch würde ich es schon schaffen, aber mit meiner Bambusleitung ist das doch extrem heftig. Videos hochladen und so. Hallo, meine Fresse. Ich habe eigentlich letzte Folge gesagt, die nächsten Folgen wird das bestimmt besser mit meinem Fahrstil, aber irgendwie glaube ich, dass es ein leeres Versprechen ist. Glaube ich, dass es ein leeres... Ja, ist es. Meine Güte. Wieso kommt MuffMuff jedes Mal online, wenn ich aufnehme? Das ist unglaublich. Wie macht er das? Muss ich mir jetzt Sorgen machen, oder? Ach, da drüben ist sogar ein Spieler. Dann werden wir da mal hintuckern. Ich sollte nicht ständig auf die, auf mein Notebook gucken, wo das Aufnahmeprogramm läuft. Ist doof. Ist nicht zu empfehlen, glaube ich. Ach, da sind noch mehr Leute. Ist nicht bloß der eine. Lalalalalalala. Ach komm, ich fahr mal hier runter. Ja, obwohl, jetzt geht's ja langsam mit dem Fahrstil. Ich hätte die Fresse nicht so weit aufreißen sollen. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Nö, ich halt jetzt die Klappe. Ich will ja rüber. Vorsicht, hallo. Ja, hallo, weg. Nein, ja, obwohl doch, hier wollte ich runter und das war doch elegant vom Feinsten. Das war natürlich so geplant, keine Frage. Wer was anderes denkt, der lügt. Oder unterstellt mir zu lügen. Nee, nee, nee. Das fällt schon mal aus. Ich weiß gar nicht, warum, wo ich überhaupt hinfahren soll. Ich könnte auch eigentlich wieder eine Mission machen oder so, aber... Hallo, meine Güte, ey. Sie schnallen es einfach nicht. Hallo, hallo. Och.
Ach, hier ist ein Spieler. Den werden wir mal besuchen gehen. Okay, er ist nicht freundlich, wie es aussieht. Jedenfalls hat diese Person gerade auf mich gezielt und deswegen will ich hier weg. Schnauze. Ach, scheiß doch der Hund drauf. Ich mache jetzt eine Mission. Nachdem ich hier ganz gekonnt eingeparkt habe. Ja, ist gekonnt genug. Reicht. So, Mission. Ach, ich betrete bloß wieder, ja, zufälligen Job beitreten. Ach klar. Machen wir mal auf gut Glück. Schauen wir mal, wo wir landen. Ich hoffe, nichts, wo ich total versage. War eine dumme Aussage, weil ich definitiv überall total versagen werde. Dafür spiele ich GTA Online in letzter Zeit echt viel zu selten. Ladebildschirm. Ja, okay. Last Team Standing. Oh mein Gott. Ich mag nicht. Ach, und wer sich über mein Geld wundert, letzte Folge hatte ich ja nicht mehr ganz so viel. Ich habe wieder 3,5 Millionen aus Gründen. Ich werde es nicht weiter erwähnen oder erläutern. Nur damit es hier nicht ist, Cheater gecheatet habe ich schon mal nicht. Das kann ich euch versichern. Ja. Das dauert mir zu lange. Ja. Hallo? Hätten wir's oder? Wieso laufe ich gegen eine Wand? Und wieso zeigt es mir mein Auto hier an? Unter mir oder was? Ach klar, es ist unter mir. Logisch. Ich war doch hier gewesen. Ich springe. Oh. Ja, what the fuck. Das freut mich auch. Ich wollte einfach. Ich dachte, das passt gerade. Ja, du hast mich angeguckt. Dann guck halt weg. Geht doch nicht. Könntest du doch nie bringen. Ja, du genauso. Wieso kannst du überhaupt noch reden, wenn ich dir die Fresse poliere? Mann. Auf Fotos zu machen. Toll, jetzt suchen mich die Cops. Perfekt. Scheiße. Ja. Ja, du bist Kacke. Entschuldigung. Ist mir so rausgerutscht. Wollte ich eigentlich nicht sagen. Das glaubt mir eh keine Sau. Ich vermute, der wird mich umfahren. Er hatte es vor. Oder sie. Wie auch immer. Ja, toll. Da, wo mein Auto ist, da kommen die Bullen jetzt her. Ach, sie sind schon wieder weg. Nee, hä? Da waren doch gerade noch Bullen. Wie dumm ist das denn bitte? Das ist schon wieder so eine völlig verplante und dämliche Aufnahme. Aber das macht überhaupt nichts. Vor allem, warum zur Hölle habe ich eigentlich bei GTA Online immer so eine Lags? Das ist zu kotzen. Ja, Fresse. Ja, komm halt mit. Ich hupe sogar, damit du mich nicht so schnell verlierst. So bin ich zu den Bullen. Immer nett und freundlich. Oh mein Gott, eine Hecke. Oh. Oh, ein Baum. Wer hat den da hingestellt? Diese Programmierer, ey. Die können doch nicht einfach einen Baum da hinstellen. Unfassbar. Guten Tag. Hallo. Moin.
Scheiße, ich wollte tatsächlich hier rein, aber nicht so. Ich gehe mir jetzt eine andere Karre holen. Oh, falsche Garage. Das war jetzt peinlich. Wessen Karre ist das? Mach die da weg. Mag ich nicht. Ich hol mir jetzt ein anderes Auto. Lalalala. Ich weiß zwar noch nicht welches, aber ich hol mir jetzt ein anderes Auto. Yay, Crewfarbe. Ich hole mir Cheetah. Ach nö, hier den Stinger GT. Ich mag den. Ach nee, Bullet, scheiße. Das war ja gar nicht der Stinger GT, der Bullet. Ich nehme alles zurück, der Stinger stand links daneben. Also, wenn man im Auto sitzt, links daneben. Oh, dieser Ladekringel da unten, ne? Wie ich ihn hasse. Wie ich ihn verfluche. Und wie die Karre einfach mal unnormal episch breit ist. So. Jetzt werde ich aber mal irgendwas machen. Und zwar diesem Auto voll in die Fresse fahren. Wie die alle rumschreien. Ich habe denen noch gar nichts getan. Versteh das mal jemand. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Mit der Karre kann ich eindeutig besser fahren. Obwohl sie so scheiße breit ist. Tack. Meine Güte, ey. Habt ihr ein Problem, oder? Da ist ein Spieler. Hinder. Und vermutlich sterben. Halt die Fresse. Na, tötet er mich? Tötet er mich? Na, vermutlich hat er das vor. Nö, ich lass den nicht bei mir einsteigen. Siehst du, der will mir USB tun. Nö. Nö, nö, nö. Da bin ich ein Arsch. Wenn mir der Name bekannt vorkommt, dann vielleicht, aber kam er nicht. So, ja, leck mich doch jetzt einfach. Ich werde jetzt einem Rennen beitreten und vermutlich wieder total versagen. Hoffentlich nicht eine Lobby, wo bloß ein Spieler drin ist. Wäre scheiße. Sie sind auf jeden Fall keine Deutschen. Punkt zu Punkt, Supersportwagen. Okay. Dann los geht's. Supersportwagen, das schreit doch eigentlich nach meinem Turismo. Ja. Scheiße, ich kann mit dem Bullet besser fahren. Egal. Los jetzt. Ich möchte verlieren. Vermutlich werde ich das auch. Boah, super Start, wieder verrissen. Wie ich ihn einfach immer verreiße. Immer. Jedes Mal. Windschatten. Yay, sie hupen mit. Die sind mir schon mal sympathisch.
Wahrscheinlich sind der ihre Karren komplett aufgetunt, bei mir fehlt noch ein bisschen was. Aber ist mir eigentlich relativ. Hallo, Arschloch. Nee, fand ich nicht gut. Fand ich jetzt extrem scheiße. Wie war das mit dem Zurücksetzen eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie das. Weiß nicht mehr, wie das mit dem Zurücksetzen war. Was? Ja, dann mach halt. Okay, es war Y. Ich hab doch gesagt, ich werd verlieren. Weil dieser Wichser mich geschubst hat. Naja. Egal. Brr. Ja, aber ich kann sowieso nicht fahren. Obwohl, das war gar nicht mal so uncool. Ja, ja, ja. Wieder so ein total gefailtes Rennen, aber naja. Muss man durch. Wenn man werden will, ein Lurch. Aufholen war zwar drin, aber die kriege ich sowieso nicht mehr ein. Niemals. Oh, da kann ich mir ja mal dezent an der Nase kratzen. So. Und? Bei euch so? Alles cool, oder? Nicht? Boah, wie stinkend langweilig das als letzter doch ist. Jedenfalls, wenn man kilometerweit von den davor entfernt ist. Es war ein Punkt-zu-Punkt-Rennen. Ja, stimmt, es war kein Rundenrennen. Wie die Karre am Limit ist, hatten die den Verkehr ausgemacht? Wie langweilig ist das denn? Da habe ich ja gar nichts, wo ich dagegen fahren kann. Mann. Kann ich mich nicht mal damit beschäftigen, in den Gegenverkehr zu fahren. Naja. Was soll's. Haben sie mich gekonnt abgehängt. Ich vermute mal, dass es versehen war, aber... So ein Arschloch bin ich ja nicht. Sollte es kein Versehen gewesen sein. Arschloch. Aber nur falls nicht. Falls doch. Wenn nicht, naja, mein Gott. Lalalalalalalala. Ach, süß, warum simme ich einfach? Warum hupe ich nicht einfach? Nochmal. Und nochmal. So, dreimal reicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die jemals nochmal sehe. Da vorne sind sie doch. Ja, Mann. Wie krass ist das denn? Wahrscheinlich haben die so dolle rumgealbert. Oder das mit diesem Aufholen, das funktioniert mittlerweile tatsächlich. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das funktioniert nie. Naja. Wahrscheinlich kurz bevor ich bei denen bin, ist das Rennen vorbei. Bei meinem Glück. Ja, ich hab euch wieder eingeholt, Jungs. Ich halte es zwar selbst für unfassbar, aber... Guten Tag. Lasst mich durch, ich bin Arzt.
Was ihr könnt, kann ich auch. Die wollten mich bestimmt nicht dabei haben. Hätten sie mich doch auswerfen können. Ah, jetzt hassen sie mich. Das macht mir nichts. Da kann ich mit leben. Ich hasse euch auch. Wegen euch waren 3 Minuten meines Lebens langweilig und nutzlos. Das ist auch gar nicht mal so einfach, nicht zu schubsen, wenn man da vorbei will an jemanden. Mach's gut. Geh aus meinem Windschatten raus, du Arsch. Nein, ich bin nicht so ein Arsch und schubse. Jedenfalls nicht absichtlich. Sollte es doch mal passieren, tut's mir leid. Ja, jetzt wird er mich wahrscheinlich gleich wieder einholen. Sag ich ja. Aber Kollege, jetzt bin ich wieder in deinem Windschatten. Was ist das, ein langweiliges Hin und Her, ey? Möp. Und da kommt er wieder. Sag ich doch. Was ist denn das für eine lange Strecke, ey? Das kannst du ja keinem erzählen. Wer baut denn sowas? Oh, Verzeihung. Nee, schubsen ist nicht. Finde ich nicht gut. Alter, ihr Wichser. Diese Hupe heißt, ich hasse euch. So, habe ich es euch gegeben. Schweine. Ich krieg euch. Irgendwann. Wenn dieses Rennen denn irgendwann mal ein Ende nimmt. Wir fahren ja schon 8 Minuten. Ist ja nicht so, dass das lang ist oder so. Da hattet ihr den Beweis, ich möchte nicht schubsen. So. Und sie können es trotzdem nicht lassen. Unfassbar. Hey, auf mich mit dem Dreck zu bewerfen. Boah, was ist das denn für eine elende lange Strecke? Verzeihung. Hättest mich nicht außen überholen sollen. Tut mir leid. Ich krieg schon Krampf im Finger, weil ich die ganze Zeit auf Vollgas bin. Pass auf, der überholt mich jetzt noch. Ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. Ach, wie geil ist das denn? Jeha! Tja, Jungs, dafür, dass ich die ganze Zeit hinten war, ne? 11.000. Geht. 5.000 Erfahrung. Geht. Level erhöht. Jeha! Naja, da hat sich das doch tatsächlich gelohnt. Ja, fickt euch, ihr Luschen. Hab ich nicht gesagt, tut mir leid. Das werde ich mit einem dezenten Piep übertönen. Vermutlich vergesse ich das sowieso. Na gut, Leute, dann beende ich das jetzt hier an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Auch wenn ich wieder mal alleine war. Aber, ja. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und haut rein. Ciao.